So, da sind wir schon wieder zurück mit der Plankarton-Verteidigung Nummer 5. Wie gesagt, als das letzte Mal habe ich ja schon Fallen und alles aufgebaut. Wir gehen schon mal rein. Eigentlich müsste es reichen, aber warten wir es mal ab. Ob ich es auch solo schaffe, eventuell. Aber ich denke, na, jetzt kommt er doch. Eigentlich müsste er trotzdem noch in die Gruppe reinkommen. Ja, weil Dori wollte halt die Verteidigung mitmachen. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt so noch nachjoinen kann. Ja, doch, die eine, doch. Ja, ich hab's gelesen. Kommt er nach? Also. So, muss ich wahrscheinlich schon mal neu einladen. So, kommt er jetzt rein? Ja. So, kann ich jetzt starten? Shit. Was macht ihr denn hier? Hi. Ein Hund. Kein Hund hört man auch immer in den Videos. Ist ein kleiner Hund, oder? Ich habe keinen Hund. Nicht? Dann hört man immer einen anderen. Nur wahrscheinlich ein Nachbar. Nee, nee, nee. Bin mal gespannt, ob die Verteidigung reicht oder nicht. Ja, eigentlich müsste die reichen. Am besten, wir machen das mit anderen. Ja, klar. Also ich habe das wieder mit meinem Sponsor gespielt, da war das relativ easy. Ja, ist klar. Was für ein Level hat der andere? Der ist ein Twin Peaks. Hm. Okay, dann easy. Ja, ich merke ja schon selber, alleine Sturmlevel, was das ausmacht. Ich sehe mit den Waffen, wie schnell die fallen, und hast du nicht gesehen. So, wie immer, Ladebildschirm gleich. Willst du sagen? Like-Zeit, Abo-Zeit. Und Kommentierzeit. Ja. Wir sollten weiter expandieren. Wenn du bereit zur Verteidigung bist, wähle am Sturmschild-Konsolenmenü Schild erweitern. Und sag ja nichts zu den Reifen. Ich sag nur Deckengasfallen oder Deckenelektrizität. Ja, ja, ja. Ich hatte keine legendären, habe ich einfach die genommen. Scheiße, und drauf. Was? Kriegsspiele? Halt. Die Kriegsspiele. Sturmschilderweiterung. Du hast auf Kriegsspiel gedrückt. Nein! Sicher, sonst sagt er das ja nicht. Hier steht Sturmschild erwarten, erweitern und Hilfegesuch abbrechen. Also bin ich ja am Suchen. Warte auf Hilfe. Das ist kein Quatsch. Schau mal, schau mal. Aha. Aha. Kleiner Angeber. Das ist nicht mal ein Viertel von den Waffen. Tja, ich schaffe es auch ohne. So. Selber machen. Sag's doch immer, du guckst die Evonics Video. Weißt ja, was der sagt. Mach alles selber. Ja, ich trade ja nicht. Traden ist der letzte Dreck. Ich krieg ja nur alles geschenkt. Ja, geschenkt ist ja genauso. Außerdem habe ich die Skizzen auch eher alle selber. Aber nicht so hoch. Ja, nicht so hoch, aber ich bin ja, ich bin jetzt auf der letzten Seite schon. Dann komme ich eben brutal. Ja, ich muss leider arbeiten. Entschuldigung. Warum hast du nicht auch so lange Sommerferien? Was für Sommerferien?
Zeit schon rum. Ah, immer diese Superei. Mach nicht so einen Krach. Da, da, soll ich hier da. Die ganzen Waffen anzeigen? Was willst du machen? Was machst du mit meinem Sturmschildcomputer? Ach, chill mal. Komm mal raus. Kannst du eigentlich da auch auf mein Lager zugreifen? Nee, gell? Ja, klar. Nicht so nah, sonst hebst du die auf. Och, meinst du, ich heb die auf? Jetzt hol ich sie! Ja. Guck, ich könnte sie alle aufheben. Lagerungsbrecher, Totengräber, Kürbiswerfer. Mach das willst gleich noch. Haben? Ich habe schon mal gesagt, was du geben willst, kannst du geben, wenn nicht, dann nicht. Über das Außenpostenkonsolenmenü kannst du Besuchern Bau- und Ernteerlaubnis erteilen. Ist klar. Eine Minute noch warten. Das ist immer so nervig, ey. Ja, warte, ich hab was, was ich gegeben habe. Was guckst du denn immer? Das, aber du kommst doch nur in dein Lager, oder? Ja, klar. Ah. Oder vielleicht auch in dein. Du Eierkopf, das war eine ernst gemeinte Frau. Aber eigentlich dürftest du nicht bei mir reingehen können. Nee, ich weiß auch nicht. Das wäre richtig, Abi. Ja, give me gun. Warte, habe ich nicht noch? Warte mal. Ich gebe dem eine. Wie kann ich die abwerfen? Hey, hier. Da. Hier. Da ist eine Waffe. So eine Idee. Nein, jetzt habe ich die genommen. Ich weiß. Hier ist your gun. Pumpgun. Ach, drei Wellen. Bereite dich auf einen süß. Angriff aus dem Westen vor. Oh ne, da ganz raus müssen wir. Ach, das war das doch. Ach, wo sind sie denn? Ach, da hinten laufen sie hin. Erstmal total falsch gelaufen. Fängt ja gut an, das Sturmschild. Erstmal voll falsch gerannt. Ach ja. Ja, die kommen ja nicht mehr runter. Ist ja voll langweilig. Da fragt man sich echt, wo ist hier die Schwierigkeit? Psst.
Sache, wenn man normal spielt, ist das Spiel eigentlich überhaupt keine Kunst. Gell? Und fertig. Eine weitere Welle kommt bald. Dafür habe ich vier Stunden lang Metall gefarmt und hast es nicht gesehen. Weißt du, was ich immer mache? Wenn, wenn mein Metall voll ist, dann bringe ich das immer direkt ins Sturm schon. Ja. Aber hier brauche ich eh nicht mehr viel zu machen. Ich sage, ich würde schon fast behaupten, ich könnte es sogar solo machen. Solo? Ich sehe, wie schnell die umfallen, auch durch meine Fallen und alles. Danke. Ist schon mal so eine Sache für wenn du nicht verhalten kannst. Kannst du am Anfang eigentlich immer noch auf die Knie warten? Ich höre dich kaum, weil der Spielsound zu laut ist. Jetzt besser? Ja. Achso, ich könnte ja auch mal meine Pistolenpilz machen, gell? Ja, alle auf mich, ist klar. Halt. So, mit der Pistole ein Headshot, tot. Ich bin froh, wenn ich diese Tage so darauf hätte ich aber scheiß Pistole, ey. Ich glaube, meine 300 habe ich jetzt. Ja, jetzt fehlen noch 20.
Zelle kommt bald. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Norden vor. Also Solo würde ich nicht behaupten, ich schaffe. Oh, wer weiß. Entschuldigung. Vorhin verballer doch nicht deine guten Waffen. Jetzt kommt auch schon eh genug. Kommen wir überhaupt nicht zum Schaden, Mann. Jetzt muss ich 300 haben. Man erkennt hier eigentlich nichts mehr. Ja, man hört ja nichts mehr. Ja, das die letzte Welle, das war die im Sturm der Tier. Ich meinte, wo ich gesagt habe, das schaffst du nicht, ohne dran zu bauen. Wow. Aber da hat's ja bei der ersten Welle schon mitgepasst. Bei der ersten Welle wird's schon überrannt. Falsch um. Hör auf zu pfeifen immer. Ist es gut? Ein bisschen. Ich
Da kommt nichts durch. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die Hexenschädel kann aus der Luft schießen. Ja, okay. Oh, scheiße. Oh, Headshot. Yeah. Oh. Und das war's. Von C6. Auf ganz entspannt. Oh, er hat noch ein Please geschrieben. Er will immer noch eine Waffe. Ich hab's ihm ja hingelegt. Ist mega. Tja, hatte ich noch in meinem Inventar. Also, die graue Shotgun. Ja. Schämlich, du hast weniger Schaden gemacht als ich. Ja, ich stand doch nur da rum. Ja, ja. Ich hab das Schauspiel beobachtet. Dann hättest du deutlich weniger Schaden. Jetzt fehlt mir immer noch ein Level zur Spitzhacke. Ich hab mehr Schaden als du. So, wie ihr gesehen habt, ganz einfach. Es kommt nur darauf an, welche Gruppe ihr habt und dass euer Sturmlevel. Ach, Sturmlevel sah ich schon. Blitzlevel ziemlich hoch ist. Ihr müsst einfach nur den Dori dabei haben. Ja, ja. Du bist genauso hoch wie ich. Da sagt er nichts mehr. Und ich könnte schon 38 sein, hätte ich nicht eben den einen abgestoßen. Ich könnte schon 3000 sein. Ja, mindestens. Yeah, Lama. Ach, erstmal wieder die 50 V-Bucks einsammeln. Nochmal 50 V-Bucks. Okay, sehen wir nochmal uns 100 die neue Simulation an. Wie konnte die Abwasser so steigen? Mir gefällt diese Einstellung dieses Dings nicht. Musst du Video gucken? Zeigen wir der Simulation, wo sie sich ihre Statistiken hinlegen kann. Operation Freiheit für Plank Harbor beginnt auf deinen Befehl, Kommandant. Ich krieg einfach keine Decken fallen, ey. Jetzt ist es soweit. Operation Freiheit. Doch, die eine habe ich ja. Alles bereit? Aber nur die Gasfalle. Na, ich sag ja, für Plankarton reicht es. So, gerade die Lamas noch aufmachen und dann. Wir sind ja auch schon wieder fertig. Was hast du denn ihr Gequatsche gehen nach der Mission? Ach, da sind meine Lamas, schon toll. Gut, Kommandant, geh voraus. Mini-Belohnung. Ich werde nicht einen silbernen. Zweite schon mal nichts. Oh, Regentropfen. Mini-Chef. Bis später. Das war nix. Erst plündern. Nee, alle vier nix. Nieder mit Monstern. Wow, Helden. So, kann mal gucken, die Skizzen. Aber die kann ich eigentlich eintauschen für Überlebende. Weil benutzt du das überhaupt? Dieses Umwandeln? Was denn? Nee. Ja, weil es gibt ja auch noch mal Überlebende. Ja, ich weiß. Schämlich. Zurückschicken. Das hast du ja gestern im Stream gemacht. Das mit dem Umwandeln, ne? Ja. Da habe ich ja zugeguckt und genau zu der gleichen Zeit habe ich das dann auch gemacht. Ja, das ist immer ich hatte, so. Ich hatte nämlich einen legendären Anführer dafür bekommen. Ja. Ja, das Problem ist halt, man muss halt genug Anhänger haben. Daran hängt es dann irgendwann. Halt ich habe so viel Gold, aber hier ist nur sind nur blöde Sachen im Shop.
Und wenn, dann habe ich schon alles gekauft. So ist das. Ich habe 3,8k Gold. Ich glaube auch so rum. Aber du hast jetzt schon mal Vorteile modifiziert bei Waffen, oder? Nein. Nicht? Nein. Ich warte. Warum hast du noch. Dann. Warum hast du dann die Revolte des Gründers auf dem Energieelement? Die ist so. Ah, nee. Nee, warte. Ich guck gleich. Du Lügner. Gleich. Warte. Waffen, bla bla bla. Ja, die ist auf elementar Natur plus 50% Schaden. Mhm. Vorteile. Nee. Ja, die ist so. Oder? Ich weiß es jetzt nicht, keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich damit die scheiß Tutorial-Aufgabe gemacht habe. Das kann auch sein. So, wie gesagt, ihr habt ja jetzt gesehen, wie es geht. Einfach Glück haben mit der Gruppe oder fragt mich einfach mal, ob ich euch helfen kann. Das ist überhaupt kein Problem. In dem Sinne würde ich sagen, wie gesagt, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Like natürlich auch, Kommentar natürlich auch. Und wie gesagt, bei 50 Abonnenten kommt halt schon die fünfte Zahl. In dem Sinne sage ich mal, haut rein.